Servus und hallo zu einem neuen Video mit mir. In diesem Video hier soll es um das Thema gehen, defekte Fliesenfugen, was nun? Also es gibt ja oftmals, gerade im Duschbereich hat man das, dass die Fliesenfugen ja so wie ausgewaschen sind, da fehlt einfach ein Teil der Fuge oder auf einem ganzen langen Bereich fehlt was oder einfach nur hier ein Stück fehlt was und dann kann da einfach das Wasser ziemlich schnell quasi hinter die Fliese gelangen und da, wo es einfach nicht hingehört. Und deshalb kann man das erneuern, kann man das reparieren. Ich zeige euch in diesem Video jetzt hier, wie ich das bisher gemacht habe, was ich dafür ein Werkzeug benutzt habe und ja, wie einfach das eigentlich geht. Nach dem Intro geht's gleich los. Bis gleich! Ja, also in dem Fall hier sind die Fugen ja intakt. Ich hole euch mal auch ein bisschen näher. Also hier sind die Fugen vollkommen in Ordnung. So soll es sein, aber es kann halt auch einfach sein, dass die Fugen dann wesentlich kaputter sind und dann muss man da was tun und die kann man rausholen. Ich habe dafür hier zwei Werkzeuge, die zeige ich euch gerade mal. So sieht das Ganze aus hier. Das kann man hier auf also ein Multifunktionswerkzeug machen. Das ist das eine und das hier ist das andere. So sehen die aus von nahem. Die kann man dann hier drauf stecken. Dafür braucht man so ein Werkzeug hier. So, jetzt habt ihr es scharf. Oder besser gesagt, so. So sieht das Ganze aus. Und die kann man, diese Werkzeuge hier kann man hier drauf stecken. Nehmen wir hier mal exemplarisch das hier. So. Und dann hat man das hier drauf. So sieht es dann aus. Und hier ist dann quasi sind hier Diamanten. Und damit kann man hier in die Fuge gehen und die Fuge einfach rausholen. Ich habe das schon öfters gemacht. Ich hatte da einfach in Bädern, da hat einfach die Fuge gefehlt zum Teil. Vor allem meistens ist das auch in dem Bereich, wo das Wasser halt draufschlägt. Wenn hier die ganze Zeit Wasser drauf wäre, dann geht es einfach mit der Zeit raus. Es war also oftmals so, dass im großen Teil der Dusche das noch in Ordnung war, aber in einem Teil halt eben nicht. Und da hat man das austauschen müssen. Die Maschine hier ist einfach nur exemplarisch. Ich habe hier eine Fein. Gibt aber auch da viele andere Hersteller, die solche Oszillierer herstellen, wo so ein Werkzeug drauf passt. Das hier ist auch noch mit Starlock Plus, nennt sich das Ganze. So eine Schnellwechselaufnahme, mit dem man schnell das Werkzeug wechseln kann. Also zum Beispiel hier drauf und wieder runter und hier das andere wieder drauf. So einfach ist das. Ich würde euch das Ganze einfach mal unten im Video verlinken. Falls ihr Interesse habt, würde ich euch die Werkzeuge und die Maschine verlinken. Habe ich schon etliche Jahre und ja. Läuft und läuft und läuft. So, jetzt stecken wir uns das Ganze mal in Strom ein. Ich hole meinen Ohrschutz und dann legen wir los. So, also Handschuhe sind bei der Arbeit auch nicht verkehrt. Jetzt Gehörschutz auf und Handschuhe auf und los geht's.
So, ja, wie man hier sieht, konnten wir ohne die Fliese zu beschädigen die Fuge rausholen. Und ich war jetzt auch nicht gerade zimperlich. Also im reellen Fall wäre man ja auch noch vorsichtiger. Das hier ist ja nur eine Testwand, die jetzt eh wegkommt. Ich wollte euch das hier einfach nochmal zeigen, wie man das dann machen kann. Im Regelfall geht es auch noch leichter quasi, weil die Fuge ist ja schon beschädigt oder das Fugenmaterial ist ja schon beschädigt und somit geht es noch leichter quasi, lässt sich noch leichter daraus fräsen. Ja, mich würde interessieren, hat jemand von euch das schon mal gemacht? Beziehungsweise wie waren da eure Erfahrungen in dem Fall? Würde mich echt interessieren, mit was für Werkzeugen ihr das vielleicht auch schon gemacht habt. Habt ihr es auch mit so einem Multifunktionswerkzeug gemacht, so einem Oszillierer? Oder habt ihr irgendwas anderes dazu verwendet? Ja, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch bei dem Thema alte Fliesenfugen sanieren helfen konnte. Würde mich echt interessieren, auch wie eure Erfahrungen da sind. Meinen Kanal könnt ihr unterstützen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst, meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video von mir mehr zu verpassen. Das hilft mir ungemein weiter und zeigt dem Algorithmus, dass das Thema interessant ist und ihr kriegt noch weitere Videos von mir angezeigt oder auch zukünftige Videos. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!